Hey, da sind wir wieder. Ja, zurück bei Sherlock Holmes. Mit dem Alex und mit mir. Und der Steffi, genau. Und jetzt reisen wir zum Hafen von London. Ja, den wir aus einer Eingebung heraus quasi ermittelt haben. Aber es hat ja gereicht. Und da ist der Kai. Nummer 13. Glückszahl. Kai ist auch ein Scheißname, ne? Wenn sie schon durchnummerieren müssen. Warum sind wir hier, Holmes? Brrr. Hier ist es ziemlich und so kalt. Genau, Watson. Ah, gut. Da ist ein Pub. Drinnen können wir uns aufwärmen. Ausgezeichnet, Holmes. Bro. Ja, Entschuldigung. Das kann geil. Gelacht haben. Oh Gott. Lass mal gucken hier, wo wir sind. Bei einem Pup. Oh, geil, das ist nie. Er guckt schon wieder. Das ist wie bei Jack the Ripper. Er beobachtet. Bevor wir da reinmarschieren, möchte ich mich erstmal umschauen, weil ich finde es gerade so geil hier. Das sieht echt schön aus. Silent Hill. Ja, voll. Mich erinnert es auch ein bisschen an Skyrim, muss ich sagen. Da kann ich auch nicht so viel zu sagen. Und zwar an. Ich habe den Namen vergessen. Ah. Da gab es auf jeden Fall so eine Stadt, wo auch die Diebesgilde zu Hause war und so. Aha. Und ich komme jetzt einfach nicht auf den Namen, aber egal. Da liegen Kleinigkeiten. Wo unten? Nee, oben waren die schon. Da kommen wir ja gleich wieder hin. Ich will mich hier erstmal ganz kurz umschauen. Mhm. Kann ich mich ins Wasser stürzen? Nein, kann ich nicht. Wahrscheinlich gibt es hier auch wieder so ganz kleine Sachen zu entdecken. Ulla, da ist... Wow! Entschuldigung. Der Steg sieht echt toll aus, ja. Ganz toll. Das Wasser ist so geil gemacht. Mhm. Ah, das gefällt mir. Es könnte ein bisschen belebter sein, ne? Ja, es ist halt abends. Ach, da liegt Essen, das hast du das gemeint. Das meinte ich, ja. Ach so. Ja, oder Blätter. Ist aber nichts Sinnvolles. Ist ein bisschen komisch, dass hier Blätter sind an den Bäumen. Sind gar keine mehr. Das ist, glaube ich, einfach nur Müll. Na, ich finde, dass das Blätter sind. Na, kann auch sein. Ja, es ist Silvester, Leute. Ja. Man hört's, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Ich hab's gehört. Wollen wir da mal reingehen? Nein, wollen wir nicht. Ich dachte, wir sollen da rein. Ja, aber das ist nicht die Haupttür. Rechts, da ist die Tür. Da. Oh, eine Hafenkneipe. Cool. Geil. Oh, ich liebe das. Das ist so geil. Ich komme vor wie in einem Edgar Wallace-Film. Ja, dann sprechen wir mit dem Herrn mit der schicken Weste, die überhaupt nicht hierher passt, finde ich. Guten Tag, Sir. Hätten Sie zwei halbe Ihres besten Biers und einige Informationen für uns? Sehr gern, Sir. Was kann ich für Sie tun? Mein Freund und ich suchen einen Mann, der auf einem der Fischerboote an den Docks arbeitet. Der Name des Schiffes ist mir entfallen, aber ich weiß ganz sicher, dass es einen Kohlenkessel hat. Nun ja, solche Boote liegen hier täglich zu Dutzenden vor Anker. Was können Sie mir über sein Aussehen sagen? Nur, dass er ein stämmiger Mann ist, etwa so groß, trägt eisenbeschlagene Sohlen. Das ist keine große Hilfe. Sie haben gerade die Hälfte meiner Kunden beschrieben. Ich kann Ihnen nicht helfen, aber versuchen Sie es einmal bei Harper. Er lebt in einem Haus hier in der Nähe, hinter der Brücke, bei den Lagerhäusern. Sie können das Haus nicht verfehlen. Es ist ein großer Anker darauf gemalt. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nur aus Neugier. Was hat Ihr Freund für ein Problem? Er wartet schon seit Ewigkeiten auf eine neue Holzhand. Die sollte gestern hier eintreffen, aber sie ist noch immer nicht da. Er ist ziemlich deprimiert und hat sich deshalb aufs Trinken verlegt. Teufel! Letzte Nacht weckte mich ein gemeiner Floh und ich hatte bloß den Haken an meiner Kratzhand. Und als ob das nicht genug wäre, stellen Sie sich vor. Letzten Sommer hatte ich Würmer. Oh. Würmer? Ja, genau. Würmer. Ein plötzlicher Angriff mitten in der Nacht. Und wieder nur eine Hand. Und der verdammte Haken aller anderen. In meinem Elend habe ich die falsche Hand benutzt. Himmel. Ich konnte 3 Wochen nicht sitzen. Meine Herren, danke nochmals. Einen schönen Tag noch. Ja. Ja. Der wurde ein bisschen komisch gesprochen.
Ich finde eigentlich eher, dass der Barkeeper komisch gesprochen wurde. Ja. Der hatte überhaupt nicht die Ausdrucksweise eines Hafenbarkeepers. Das stimmt schon, ja. Ja, überhaupt nicht. Das stimmt schon. Und die Probleme, die der andere Herr da hat, mit seinen Würmern und seinem Haken, was ja an sich gut zusammenpassen würde, ja, ja, die wollen wir jetzt auch mal nicht vertiefen. Ja. Ich ahne, dass wir die Hand besorgen müssen. Okay, um aus ihm was rauszuquetschen. Die Würmer. Nein, allgemein. Ach so. Wie geht's? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht. Ja. Wir suchen jetzt das Haus von Harper. Harper, ja. Und nicht Harper Kerkel. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich darf nicht rausgehen? Oh. Da wäre raus. Willst du dich hier drin nicht nochmal umgucken? Ja, will ich. Ich meine ja nur. Ja. Da war doch eine Lampe auf dem Tisch. Vielleicht kannst du die einstecken. Vielleicht dürfen wir auch in die oberen Räume gehen. Dürfen wir? Nee, bleiben. Dürfen wir nicht. Ja, dann halt nicht. Vielleicht dürfen wir Dart spielen. Das wäre schon cool. Das ist ein bisschen schlecht, weil keine Zahlen draufstehen. Ja. Oh, wir dürfen den Vorhang zur Seite ziehen. Es tut mir leid, Gentlemen, das ist Privatbesitz. Ja. Kein Zutritt. Dann nicht. Und zu der Tür komme ich nicht hin. Ja. Ja, dann sollten wir vielleicht doch zu dem Haus von Harper. Müssen wir wohl, ja. Sailor's Pub. The Cursed Mermaid. Oh. Was hat er jetzt gesagt? Ja. Hinter den Lagerhäusern ist, glaube ich. Da hat er ein Haus, ja. Genau, und da ist ein Anker drauf. Stimmt. Da müssen wir erst mal gucken, was die Lagerhäuser sind, ne? Ja, das hier würde ich sagen. Okay. General Store steht da? Nee, General Strike. Factory Closed, okay. Dahinter wahrscheinlich. Da ist auch ein Leuchtturm drauf, oder? Ja. Kann man da rein? Kennst du den Leuchtturm vielleicht? Ah, er sieht ein bisschen aus wie der Leuchtturm Roter Sand. Oder da steht Lighthouse. Was steht da? Thames. Ist das ein T? Okay. Ja. Und das ist die englische Schreibweise für die Themse. Und wir wissen auch etwas über diesen Leuchtturm. Der Leuchtturmwärter ist nämlich vor einiger Zeit gestorben. Sein Sohn hat ihn jetzt beerbt. Wir haben Stimmt. ja den Strand gelesen. Richtig, richtig, richtig. Mhm. Ja, ist ja gut. Ich glaube, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Ja, gucken wir mal. So, da gehen wir mal über die Brücke. Über die Brücke gehen. Aber nur eine, nicht sieben. Das ist ja auch ein anderes Lied. Richtig. Da ist ein Fisch abgebildet. Welches ist übrigens die Stadt mit den meisten Brücken? In Europa, glaube ich. Boah. Frag mich doch sowas nicht. Ich gebe dir drei zur Auswahl. Oh Gott. Amsterdam, Hamburg, Venedig. Dann würde ich Hamburg sagen. Richtig. Mhm. Fresh Fish. Ja, wir brauchen aber eins mit dem Anker. Jetzt guck ich ja, mal. Vielleicht kannst du dir das Schild angucken. Ja. Jetzt bist du drauf vorbei. From sea. Ja, woher denn sonst? Okay, das ist aber, das scheint das Lagerhaus zu sein. Da ist der Anker. Ja, das ist ja, echt eindeutig. Das ist der Leuchtturm. Mhm. Da durften wir aber nicht rein, ne? Der erinnert mich übrigens an ein anderes Spiel, an mein erstes PlayStation-Spiel. Mhm. Nämlich die Stadt der verlorenen Kinder. Ah. Kenne ich gar nicht. Ja, es ist auch so ein Point-and-Click, aber ziemlich düster. Mhm. Aber eigentlich recht cool. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Kannst du ja mal präsentieren. Ja, ich habe das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht für einen Emulator oder sowas kriegt. Keine Ahnung. Dann, hier ist niemand. Ja. Der sah merkwürdig aus. Der hat uns von gegenüber beobachtet. Von da, ja. Dann versuchen wir da mal reinzugehen. Ja, sofort. So. Wir klopfen auch nicht an oder Nein. so. Wir gehen einfach rein. Da liegt er.
Entschuldigen Sie die Störung, aber ich suche einen Mann namens Harper. Kennen Sie ihn? Er wohnt direkt gegenüber. Er weg. Bord. Bord. Watson, ich kenne diesen Akzent. Diese Leute sind Nepalesen und wie das Glück so spielt, bin ich vertraut mit diesem Dialekt. Nepalesisch? Sind Sie sich sicher, Holmes? Acho Nitra. Chegungsha Nitra. Ah, Meta. Taramita. Die Frau sagt, ihre Familie hat ein schweres Unglück erlitten. Dieser Altar ist für ihren 16-jährigen Sohn, der erst vor einer Woche verschwand. Vielleicht hat er auf einem Schiff angeheuert oder sich in ein anderes jugendliches Abenteuer gestürzt. Il Kuka Bratzim. Kutsabinga Kom. Bobetra. Sie sagt, es wurde ein Mann in der Gegend gesehen, der sich nach ihrem Sohn und seiner Familie erkundigte. Der Mann arbeitete in den Docks und hatte ein Silberauge. Sie hat drei Wörter gesagt. Es war ein abstoßender Mann mit einem Silberauge. Malinhe Gas. Shunse Broket Hadu. Sie sagt außerdem, dass die Habseligkeiten ihres Sohnes auf diesem Altar liegen. Genau! Sie sagt, wir dürfen sie untersuchen und alles mitnehmen, das uns dabei helfen könnte, ihren Sohn zu finden. Aber was hat das mit Captain Stenwicks Diener zu tun? Jetzt mal ohne Witz. Die hat jedes Mal zwei, drei Wörter gesagt und das war ein halber Roman. Kuckabratze. Ja, aber das ist. Vor allem, als sie ihn begrüßt hat, hat sie auch drei Wörter gesagt. Ja. Und er sagt, das ist Nepalesisch. Ja. Der Akzent. Das ist doch total bekloppt. Nein. Wir nehmen jetzt trotzdem alles mit, was wir kriegen. Medaillon. Das ist nicht Nepalesisch. Es sieht aus wie Silber, aber dem Gewicht nach ist es eine Fälschung. Ja, macht ja, ja nichts. Kannst du ja trotzdem nehmen. Ja, aber mehr kann ich nicht den nehmen. Kamm? Nein. Er will nicht mehr. Hat er da was eingesagt jetzt? Ja, dieses Silbergedöns. Ja, das liegt da ja noch. Nee. Und lag da noch mehr? Das hier war das. Das Medaillon. Das sieht aus wie ein Vogelgerippe. Nö, das sieht eigentlich aus wie ein Pelikan, aber mit allem drum und dran. Stimmt, richtig. Jetzt erkenne ich das auch, ja. Ja, gut, dann haben wir jetzt Silber. Und das ist wohl das Foto. Ist sie sich sicher, dass sie den wiederhaben will? Die sitzt da hinten in der Ecke. Nein, der 16-Jährige ist doch verschwunden. Außerdem so. Hat der keinen Oberlippenbart. So ein bisschen. Die schauen eh gleich aus. Ja. Der kann auch nicht mit uns reden, ne? Nee. Wir können ja keine... Ach so, doch, wir sind ja Homes, ja. Essen können wir auch keins nehmen. Hikota, Halikoda. Ja, Gesundheit. Das wollte ich auch sagen. Jetzt hat sie gerade ihre halbe Lebensgeschichte erzählt. Wieso denn jetzt Nepalesisch? Warum denn nicht Indisch? Weiß ich nicht. Kannst du da das Regal noch untersuchen, da rechts? Oh, guck mal, wer ist das? Ist das Shiva? Nein. Irgendein Gott. Kali vielleicht. Kalmund? Rainer? Kali, hast du gesagt. Ja, Kali. Ja, die grüne Tür, können wir die noch öffnen? Nö. Draußen läuft irgendwie gerade Musik. Oder ist es im Spiel? Ich höre nicht Im Spiel Musik. Ist, glaube ich, ganz, ganz leicht Musik im Hintergrund. Ich höre nichts, ja. Aber mein Sound ist auch ganz, ganz, ganz leise. Kleine. Ja, gehen wir ruhig raus. Il Kuka Bratze. Können wir jetzt vielleicht gegenüber nochmal ra- Ah! Dieses alte Seil scheint intakt zu sein. Keine Spur von Ruß. Das ist schön. Wie kann denn ein Seil auch kaputt sein? Es ist durchgeschnitten. Ja, das ist halt ein halbes Seil. Ja, dieses Seil scheint intakt zu sein. Kast, ja, ich mecker gerade ein bisschen viel rum, tut mir leid. Ich versuche das jetzt ein bisschen ernster zu nehmen wieder. Nein, du hast ja völlig recht. Also das mit dieser Endlos-Übersetzung fand ich auch etwas merkwürdig. Allgemein finde ich die Atmosphäre sehr geil in diesem Spiel. Registers, 1894. Warehouse, okay. Da können wir nichts mitmachen. Hier vielleicht noch was, genau. Ah, da liegt doch was. Das ist ja, gut. Ein Boot. Und das kriegen wir, glaube ich, nicht in unsere Tasche rein. Da kann man nicht durch, da hat man schon was gedacht. Doch, die Musik ist definitiv im Spiel. Jetzt kam es gerade ein bisschen lauter. Okay, durch. Also ich höre jetzt keine Musik. So, dann... Ja, gucken wir uns hier einfach noch ein bisschen weiter um. Da sind noch ein paar Türen. Ja, was hat sie jetzt eigentlich gesagt über Harper, dass der weg ist? Mit Boot. Ja, Boot, genau. Das war, da hat er ja gesagt, das ist Nepalesisch. Oh. Zombie? Entschuldigung. Ha ha ha!
Gott, ist das toll. Das war die geilste Szene im Spiel. Oh Gott, ey, das kann man doch schon nicht mehr ernst nehmen. Tut mir leid. Herrlich. Watson, mir scheint dieser junge Mann nicht krank. Seien Sie so gut und sehen Sie nach, wie ernst es ist. Der ist nicht krank, der ist besoffen. Also, junger Mann, lassen Sie sich mal ansehen. Oh, Holmes, dieser Mann ist nicht krank, er ist betrunken. Er riecht stark nach Alkohol. Oh, das ist nicht meine Schuld, ich schwöre es. Oh, mein Kopf. Diese Bande von jungen Schlägern, die haben mich dazu gezwungen. Und dann haben sie mir auch noch mein Paket gestohlen. Was? Sie wurden zum Trinken gezwungen? Erklären Sie das und lassen Sie keine Einzelheit aus. Gestern Nachmittag wurde mir ein Paket übergeben, das ich an eine Adresse nicht weit von hier ausliefern sollte. Ich war in der Nähe der Lagerhäuser, als eine Bande junger Kerle mich angriff. Bevor ich reagieren konnte, zogen sie Messer und gaben mir eine Flasche mit den Worten: Wenn mir mein Leben lieb wäre, soll ich es lieber austrinken. Also trank ich sie in einem Zug aus. Mir wurde schwindelig. Und dann muss ich das Bewusstsein verloren haben. Ich erinnere mich sonst an nichts. Außer, dass ich gerade eben aufwachte und allein war. Ohne mein Paket. Aber was könnten Sie gewollt haben, Holmes? Das ist doch offensichtlich, Watson. Sie haben eine arme Seele gesucht, an der Sie Ihr grässliches Gebräu ausprobieren konnten. Sagen Sie, könnte das die Flasche sein, die man Ihnen gab? Das kann ich nicht sagen. Könnte sein. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur an Sie ansehe. Ein einzigartiges Aroma. Recht schmackhaft, möchte ich hinzufügen. Meine Sinne trügen mich nicht. Das enthält Rüben. Sogar eine ganze Menge. Aber wo wollen Sie denn hin, Holmes? Watson, es ist an der Zeit, die Hersteller dieses einzigartigen Gebräus zu suchen. Wenn Sie in diesem Viertel arbeiten, haben Sie uns vielleicht eine Menge zu erzählen. Ja, ich meine, das wird selbstgebrannter Schnaps sein aus Zuckerrüben. Ja, davon gehe ich jetzt auch mal aus. Ja. Aber trotzdem hat er echt einen geilen Auftrag hier. Ja. Alle starren uns an. Aber die Szene war echt herrlich eben. Die hatten bestimmt viel Spaß bei der Synchro. Ja. So, okay. Wir wollen jetzt rausfinden, woher dieses Gebräu stammt. Um eventuell rauszukriegen, was in dem Paket war. Das könnte man vielleicht in der Kneipe erfahren. Vielleicht kann der uns sagen, was das für ein Gebräu ist, wenn er dran schnuppert. Möchtest du hier gerade noch ein bisschen gucken? Ja, natürlich. Ich meinte ja auch nur, dass wir da ungefähr wahrscheinlich dann weiterkommen. So, ist hier noch irgendwas? Also ich darf immer noch weiterlaufen, das ist ja schon mal. Da ist noch eine Tür zum Beispiel. Da will er nichts. Da haben wir noch eine Hintertür. Aber meistens kann man diese kleinen Nebentüren alle nicht benutzen. Ich denke, meistens braucht man einen Hinweis. Also die Türen sind eigentlich eher uninteressant. Ich habe die Orientierung verloren. Hier waren wir noch nirgends. Das ist alles neu. Läuft bei eben Watson durchs Bild. Ohlala. Na, brechen wir da ein? Nee. Hätte ich da runterfallen können? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Watson kommt da bestimmt nicht hinterher. Das kann er nicht. Watson ist weg. Ja. Der ist runtergefallen. Oh! Ach, wie kommt der denn dahin? Dieser Teil des Lagerhauses scheint ein ideales Versteck zu sein. Aber es wäre schwierig, dorthin zu kommen. Es wäre schwierig, dorthin zu kommen. Wir sind doch relativ leicht hingekommen. Ja. Na gut, vielleicht soll das wieder eine Art Versteck sein. Das sind auf jeden Fall Zuckerrüben. Das sind die Rüben, genau. Und da sind die. Ja, das ist doch offensichtlich, dass hier Schnaps gebrannt wird, oder? Das ist das. Ja, das ist irgendwie die Destillationsanlage, keine Ahnung. Oder ist das schon die Schnapsbrennanlage? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die aussieht. Ich habe die Schnaps gebrannt, muss ich gestehen. Ja, wahrscheinlich ist die Destille da drin. Denke ich jetzt mal. Können wir da rein? Ah! Ah! Und? Was ist? Können wir mir fehlt etwas. Sterben? Mir fehlt etwas.
Du musst die Flasche ausrüsten und dann nochmal. Ja, ich nehme an, das ist Ihr Spezialrezept? Kommt darauf an, wer danach fragt. Wenn Sie ein Bulle sind, dann habe ich nichts damit zu tun. Wenn Sie ein Kunde sind, können Sie für 2 Schilling selbst probieren. Ein wirklich fairer Preis, aber leider ist dieser Jahrgang ein wenig zu schwer für meinen Geschmack. Aber ich wäre sehr froh, wenn ich ein Paket zurückbekommen könnte, das hier ganz in der Nähe verloren ging. Haben wir gekriegt. Einfach so. Einfach so. Okay. Ich bin irritiert. Ich würde da jetzt auch nicht nochmal aufmachen wollen. Nö. Können wir das Paket öffnen? Moment. Oder wahrscheinlich müssen wir das einfach zurückgeben, ne? Mit dem Messer? Vielleicht ist da die Holzhand drin. Ja, das kann auch sein. Aha. Du bist gut, du bist echt gut. Ja, dann geben wir doch die Prothese. Wir wollten ja eh zur Kneipe. Ja, jetzt brauchen wir ja eigentlich. Also ja, wegen der Flasche brauchen wir ja nicht mehr hin. Stimmt, aber stimmt. Vielleicht kriegen wir dann Infos. Boah, wie finde ich da jetzt den Weg? Ja, da wieder rüber und dann links. Ich meine, du kannst doch mal eben nach rechts gucken, ob da noch irgendwas ist. Nein, das ist schon richtig. Achso, du wolltest wissen, wie er darüber geht? Ja. Was soll ich jetzt gucken, bitte? Ja, einfach weitergehen. Und dann einmal rechts noch kurz. Ich glaube, da ist wahrscheinlich eine Sackgasse, aber... Obwohl, er geht auch noch weiter hier. Da waren wir halt noch nicht. Das ist auch noch neu hier. Oder wir gehen gerade einen riesen Bogen und sind gleich wieder bei der Kneipe. Wäre auch schön. Ja, die ersten Raketen fliegen hoch. Oh, ist das schön. Ich liebe diese Atmosphäre. Ist unglaublich, also, wie sich erwachsene Männer benehmen, wenn es auf Silvester zugeht. Aber das ist wunderschön. Ich sag heute nur einkaufen. Ich liebe die Geräusche, das alles. Das ist so toll. Oh, es könnte jeden Abend Silvester sein. Ich weiß ja, dass Alex ein Silvester-Special macht und es sei ihm ja auch wirklich gegönnt, aber wie der heute beim Tischfeuerwerk abgegangen ist, war schon richtig geil. Also. Ja. Da freue ich mich nachher schon drauf. Ja, deine ganzen 5 Packungen da zu verbrauchen. 2 Packungen? 3. Ja, das eine sind ja nur so Knallbonbons. Dieses Tischfeuerwerk, was du richtig auf den Tisch stellst zum Anzünden, das sind nur 2 kleine Päckchen. Klein? Ja. Das sind insgesamt 8 kleine Döschen, die man anzündet. Und da ist nicht viel drin. Meistens so ein kleiner Spielkram und vielleicht 3 Konfettiherzen oder so. Und wie die Augen geleuchtet haben, als du das Spielzeug erwähnt hat, das drin ist. Ja. Was liegt denn da? Ein Würfelbecher mit Würfel. Ja, wir würfeln ja heute auch noch. Ja. Seil. Ich kann da nichts benutzen. Kannst du auch nicht auswählen? Nee. Okay. Also ja, doch, auswählen kann ich schon, aber... Na gut. Ich kann nichts damit machen. Die Hand schaut auch ziemlich gruselig aus. Vor allem diesen Pflaster dran vorne, oder? Ja. Wenn ich mir schon eine neue Hand hole, dann doch eine heile. Und nicht eine, die vorne geflickt ist. Ich glaube jetzt nicht, dass der große Ansprüche hat. Ja. Die sieht auch irgendwie nicht wirklich aus Holz aus, finde ich. Weiß ich auch nicht. Ja, so Holz wahrscheinlich mit Leder nochmal umwickelt oder so. Aber das ist schon sehr geil gemacht hier. Der Schauplatz und die Atmosphäre und so. Boah, ich kenne mich bloß langsam nicht mehr aus hier. Wir können ja gleich zur Kneipe zurückgehen und das nochmal probieren mit der Hand und dann ist der Part auch schon wieder zu Ende. Ja. Wahnsinn. Da ist auch nichts weiter, aber trotzdem gucken kann man ja mal. Also, ja, klar. Vielleicht drülpst da noch jemand in der Gegend rum oder... Ich glaube, den Besoffenen müssen wir auf das Paket nicht nochmal ansprechen. Das wäre ja blöd, dann will er ja nur wissen, wo das geblieben ist. Eben. Hast du dich verlaufen? Ja, natürlich. Okay, ich reiß einfach da wieder hin. Ich guck gerade, aber ich sehe ja nicht, wo ich bin. Was haben wir hier? Schnapsbrenner? Haus der Nepalesin? Links. Da oben. Ja, da ist der Kai Nummer 6. Ich überlege jetzt gerade, wenn da der Schnapsbrenner ist und wir sind ja dann raus und rechts. Ich glaube, dass wir jetzt da unten irgendwo gerade rumspringen. Das kann gut hinkommen, ja. Aber ich würde einfach da jetzt nicht hinbeamen. Ja, ich möchte noch ein kleines bisschen gucken. Also ich glaube, dass das jetzt hier wirklich... Hier ist zum Beispiel eine Sackgasse. Es ist schön gemacht auf jeden Fall. Absolut. Dass sie doch so viel da hier rangedichtet haben, wo das gar nicht notwendig ist, ist schon nicht schlecht. Ja, vielleicht braucht man das irgendwann nochmal. Ja, das kann sein, dass man hier noch hinkommt. Hier ist zum Beispiel was dahinter. Ja, aber das sieht so wie eine aufgemalte Tür aus. Nein, schau mal. Ja, die Tür schon, aber... Kannst du dich da eben durchglitschen? Da ist dahinter eine Textur. Oh. Ja gut, ist ja...
glaube ich. Mhm. Sind wir jetzt hier schon gewesen? Ja. Ja, ich weiß nicht. Doch, doch, den Kran hier kenne ich. Ja, hier waren jetzt mehrere Krane. Also da waren wir noch nicht. Heißt das nicht Kräne? Krans. Kräne. Krani. Ja. Es heißt ja auch Pelikane und nicht Pelikin. Ja. Das stimmt allerdings, ja. Nicht ins Wasser spucken. Da ist ja die Kneipe gleich wieder, oder? Ja, genau. Ja, das ist schön. Dann sind wir jetzt einmal schön im großen Kreis gelaufen, haben alles erkundet. Ja, cool. Und dann können wir jetzt die Holzhand abliefern. Ja, und dann ist der Part zu Ende. Beziehungsweise, nee, da ist nicht die Kneipe, da ist jetzt erstmal das Haus von Harper. Ja, aber wenn du weitergehst, dann kommt da ja die Kneipe. Die Treppe wieder hoch. Ja. Dann haben wir uns das hier einmal alles schön angeschaut. Was? Ja, es knallt. Ich finde das schön. Aber gefällt mir wirklich optisch sehr, sehr gut. Ist sehr gut gemacht. Das hat auf jeden Fall noch wieder einen drauf. Also absolut. Nach Jack the Ripper auf jeden Fall. Das ist danach rausgekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist der Leuchtturm wieder. Genau. Und da ist die Kneipe. Der Poop. Dann haben wir die Holzhand. Wollen wir das gleich noch übergeben oder wollen wir das nicht? Die Hand können wir ihm schon eben geben, denke ich. Dann haben wir ein Kapitel wieder praktisch zu Ende einer Aufgabe. Tada! Klopf, klopf. Gute Nachrichten, Sir. Hier habe ich das, worauf Sie gewartet haben. Ja, bitteschön. Dankeschön. Oh, danke, Sir. Ich könnte Sie küssen. Hey, Sie können doch nicht einfach gehen und den hier herumliegen lassen. Wir kriegen das sind hier auch die Kratzer, die ich bestellt hatte. Kommen Sie, das müssen wir feiern. Okay, jetzt kriegen wir den Haken. Was für Kratzer, die er bestellt hat. Ja, in der Hand waren anscheinend Kratzer, die er haben wollte oder so. Aha. Ja, kannst du den Haken aufnehmen und dann... Ich glaube, den haben wir schon. Ach, haben wir. Nee, da liegt er. Und dann... Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Hoffentlich. Dann überlegen wir mal jetzt in den nächsten Part, was wir mit dem Haken machen können. Und dem Seil. Da können wir bestimmt und was raus. Und dem Silber. Aber irgendwie mit Haken und Seil. Ja, wo raus? Aus dem Wasser. Ach so, aus dem Wasser. Vielleicht brauchen wir noch einen Wurm. Ach so. Ach, richtig. Ja, können wir gleich nochmal mit ihm sprechen im nächsten Part. Das ist ekelhaft. Ja. Okay. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Bis zum nächsten Part. Jo, bis dann. Tschüss.